historisch, lebendig, anders. Das ist das Bürgerfest in Abensberg. Zwei Tage, Samstag und Sonntag, im Stadtplatz, die moderne Mittelalter, im Schlossgarten, im Burggraben und ein riesiges Festival mitten in der Stadt, die Beat Night. Und das schauen wir uns jetzt einfach mal zusammen an. Kommt's mit. Narren sind zu allem gut, was man nicht gerne selber tut. Sogar was wahr ist, wird ertragen, solange wir das als Narren sagen. Seid ausgelassen, froh und heiter, das Leben geht ja trotzdem weiter. Wenn's etwas gibt, was Narren hassen, das ist dann traurig Trübsalblasen. Drum, trinkt und trinkt, seid ausgelassen, lasst euch besingen und bespaßen. Was ist einfach so besonders? Außerdem, dass du einfach drei Mitarbeiterinnen hast, die dich vom Stroh befreien. Ich finde es super, dass einfach alles auch historisch gemacht ist und dass sie alle so bemühen, dass es auch erhalten bleibt. Michael, für dich ist eigentlich kein Heimspiel in Omsberg. Du bist aus Pfeffenhausen, du bist von Land und einiges gewohnt. Was ist so besonders am Omsberger Bürgerfest? Warum bist du heute gern da? Es ist voll einmalig, weil einfach alle Omsberger mithelfen, sich verkleiden und da spürt man einfach den Zusammenhalt. Und genau das macht die Stadt Omsberg so einmalig. Zwei besondere Tage für jeden Abendsberger kommt das Bürgerfest Omsberg gleich nach dem Gilamus für dich. Das ist die richtige Bezeichnung, gleich nach dem Gilamus. Man sieht ja, man fühlt sich wohl, man steht auch irgendwas da als Omsberger. Und ich denke, als Omsberger hat man auch eine Verpflichtung, auf die Feste zu gehen, um Spaß zu haben.
wir tanzen heute zu Musik und schütteln unsere Ängste ab, denn es geht uns gut. So gut, so gut. Es geht uns gut. So gut, so gut. Und wir laufen die Straße und haben eine Menge Spaß. Wollen einfach drehen und setzen uns ins Gras. Nach uns das Leben, wie es uns gefällt. Haben eine Portion von Lässigkeit bestellt. Stellt sich um dies und das ist morgen wahr. Alles im Start, es geht uns wunderbar. Fühlen uns super gut und genießen diese Zeit. Alles im Start, oh yeah, wir sind bereit. Manulo und der Basti, lieber wir. Manulo, Basti, wie war der Auftritt heute am Bürgerfest in Unschberg? Nach der Kunstnacht, gleich am Bürgerfest, was sagt jetzt Basti? Ja, wir haben halt echt das Glück gehabt, dass Wiener so mitgespielt hat, zumindest bei unserem Auftritt. Also war hammer schön zum Spielen einfach. Ja, war wie immer super am Stadtplatz zum Spielen. Und heute haben wir auch mehr Leute hier am Stadtplatz gehabt, wie so bei den normalen Dienstag-Sessions. Ja. Es sind auch immer gut Leute und das passt, aber es ist natürlich ganz besonders am Bürgerfest einfach mal spielen zu können. Ja. War nicht gut. Bürgerfest in Amsberg. Super.